das ist doch, quasi ist das doch schon fast eine Mütze hier. Oh Jenny, ey, du bringst mich zu Sachen. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die sich krache fragen, was ich denn hier so mache. Naja, ich habe da eine Aufgabe gestellt gekriegt und das von meiner kleinen, wundervollen Farbenfrohen Jenny von Jennys Beauty World. Und ich war mir schon dessen bewusst, dass es wahrscheinlich eine Aufgabe wird, die irgendetwas mit bunten Augenlooks zu tun hat, denn das passt auch perfekt zu ihr. Nun ja, jetzt hat sie mir aber eine Aufgabe gestellt. Ich muss mal gucken, ob ich euch irgendwie das Foto einblenden kann. Hallöchen, liebe Katrin, ich darf dir eine Aufgabe stellen und ich habe da auch schon was richtig Cooles im Petto für dich. Und zwar möchte ich gerne einen richtig schönen weihnachtlichen Augenlook von dir. Ich schicke dir noch ein Bild. Ich habe dir eine Vorlage gesendet, die ich mega klasse fand und ich finde, sie passt einfach wunderbar in unserem YouTube-Adventskalender. Und ich möchte gerne, dass du diesen Look nachkreierst und ich hoffe, dass du das hinkriegst. Ich kann mir das richtig toll vorstellen. Ich hoffe, es wird mal richtig bunt bei dir auf den Augen. Da freue ich mich schon richtig drauf und ich bin gespannt auf deinen Look. Das soll ich jetzt nachschminken. Sie hat mir auch eine kleine Botschaft geschickt. Da muss ich auch mal gucken, wie ich euch das einblenden kann. Auf jeden Fall sitze ich hier jetzt natürlich ohne Augen-Make-up. Leute, ich kann nicht mehr, denn ich habe hier richtig aufgefahren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. Natürlich hat sie auch noch nie vorher so Cut Crease oder so bei mir gesehen. Deswegen dachte sie, na, verbinden wir das alles. Und eine Cut Crease muss ich dann auch noch daher zaubern. Ich bin da überhaupt kein Profi drin. Deswegen, Arsenal ist am Start. Also wirklich, alle meine Pinsel habe ich mal hierher geholt. Und ja, der Augenlook. Ich muss echt gucken, wie ich das mache. Ich liebe es, aber es sieht so schön aus. Ich habe hier mein Handy am Start, bei dem ich dann immer ein bisschen schauen werde und vergrößern werde, um diesen Augenlook genau nachzuschminken. Ich bin schon durch meine Palettensammlung durchgerannt und habe mir diese und jene Palette gesucht, wo ich dachte, okay, das könnten ungefähr die Farben sein. Sie möchte mich einfach zu einer kleinen Santa-Katrin machen und ob mir das gelingen wird, werden wir im Laufe des Videos, glaube ich, feststellen und das natürlich gemeinsam. Bevor ich weiter quatsche, würde ich einfach sagen, ich starte das ganze Spektakel und wir legen los. Dachte, ich zeige euch mal kurz die Paletten, die meine Auswahl gewonnen haben für die Farben, die ich brauche. Das ist einmal von Revolution hier einer. Da haben wir auch gratis Glitzer gleich mit dabei. Dann, ich liebe diese Palette von BH Cosmetics, die Paris Palette. Und dann eine wichtige Palette, die Hatice Schmidt Palette. Denn da ist ein Ton drin, Mondays. Der muss auch, glaube ich, unbedingt sein. Ich bin mal gespannt. Wir haben hier ja auch noch so ein Grün, ein bisschen ein Blau. Wie sich das Ganze zusammensetzt und ich bin selber so neugierig, wie das Ganze jetzt hier entsteht. Als erstes brauche ich auf meinen Augen eine weiße Grundlage, denke ich, damit die Farben richtig schön rauskommen. Und da gibt es in dieser Ruby Palette nämlich einen Ton, der heißt Chase und der ist richtig weiß. Den setze ich mir mal über beide Augen. Als nächsten Ton, um so ein bisschen unseren Weihnachtsbaumgrün etwas zu schaffen, aber kein zu dunkles Grün hinzusetzen, gehe ich in diesen Ton aus dieser Paris-Palette. Und dann nehme ich diesmal, ich habe ein bisschen Angst, ne? So einen dünneren Pinsel und nicht einen zu krassen Blenderpinsel. Denn normal bin ich da ja ein bisschen grobmotorig unterwegs. Heute, glaube ich, müssen wir ein bisschen Feinarbeit betreiben. Und mit dem gehe ich mir jetzt einmal ganz vorsichtig die Lidfalte entlang. Es könnte ungefähr hinhauen. So, ich habe das jetzt auf der anderen Seite auch ganz vorsichtig gemacht und immer so leicht ausgeblendet. Und ich habe auf dem Foto gesehen, das ist ziemlich bis hier vorne. Und ich glaube, ich lasse jetzt am besten einfach die Finger davon. Ich habe euch übrigens auch mal ein bisschen näher rangeholt, dass ihr hoffentlich gut
mitschauen könnt, wie das Chaos seinen Lauf nimmt. Friege, ich bin immer noch am Pinseln. Katrin, Finger weg. In dieses richtig dunkle Grün hier, damit ich dann richtig diese Kante da reinmache und die dann cutten kann. Ich nehme mal hier den... Wenn Katrin kleine Pinsel nimmt, ist immer so richtig Panik, irgendwas falsch zu machen. So einen richtig kleinen Pinsel, ne? Der ist, glaube ich, hier von der lieben Ellie. Die unterstützt mich jetzt hier mal. So, und damit gehe ich ganz vorsichtig. Das ist schon sehr dunkel hier, was ich hier treibe. Bis jetzt sieht das noch gar nicht so aus, finde ich. Also, es ist schon sehr, sehr krass. Und ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen ausblenden. Und so richtige Feinarbeit gerade. So, die andere Seite habe ich jetzt auch mal fertig gemacht. Wie gesagt, ich glaube, ich bin ein bisschen hochgerutscht. Aber mein Gott, wir gucken mal. Wir kriegen das alles gerettet. Wenn nicht, kommt später einfach Glitzer drauf. Jetzt geht's ans Cut-Creasen. Und Cut-Creasen ist so, das ist so gar nicht mein Spezialgebiet. Ich gehe mal die einfache Variante und nehme hier so einen flachen Pinsel und eine Stick Foundation von Revolution. Die sieht auch wirklich furchtbar aus, aber die nehme ich eigentlich immer für solche Sachen. Nur bin ich immer so ein ganz unpräziser Cut-Creaser. Jetzt wollen wir aber diese kleine, wunderschöne Nikolausmütze da irgendwie reinkriegen. Schön schon alles zugemacht. Ich hätte ein bisschen vorher aufhören sollen, denn hier geht ja das Zipfelchen lang, was ich noch hinkriegen muss. Und deswegen war das schon nicht so ideal. Ihr merkt also, ihr habt es hier mit einem richtigen Profi zu tun. Ich packe mir hier mal Foundation auf dem Pinsel. Ich traue mich noch nicht, es aufs Auge zu bringen. Pack hier fleißig auf meinem Handrücken dann auch drauf und ich pack mal noch was drauf. Okay, es geht los. Ich gehe mal erstmal dahin, wo noch keine Farbe ist. Ich taste mich ganz langsam ran, nehme mir noch was von meinem Handrücken. Ich muss jetzt ein paar Fratzen hier machen, das tut mir sehr leid. Aber wie kriege ich denn hier so eine richtig schöne, scharfe Kante hin? Stück für Stück am besten. Pinsel ist mir gefühlt irgendwie viel zu groß. Ich bin mal übergegangen zu einem kleineren und werde damit mal weiterarbeiten. So, meine Feinarbeiten. Aber ich bin ja schon wahnsinnig weit gekommen, ne? Also es geht voran hier. Ich bin dann mal da hinten in der Ecke angelangt. Wie gesagt, so ein Stiefelchen fehlt ja auch noch. Aber läuft bei mir. Läuft sehr langsam, aber es läuft. Wir brauchen hier hinten so diese kleine Kante als hier als Zipfelchen von dieser Mütze. Ach du lieber Herr Gesangsverein. Also unser Puschel kommt ja dann später dahin. Das heißt, reicht das nicht, wenn ich das so... zählt das als Zipfel? Also ich habe hier hinten mal irgendwie... Also mit viel Fantasie könnte das ein Zipfelchen sein. Hier kommt ja dann unser Puschelchen hin. Und ich mache das Ganze jetzt aber mal auf der anderen Seite. So, ich habe gecuttet wie ein Weltmeister. Es hat wieder ewig gedauert. Aber ich glaube, das geht doch... Erkennt ihr schon die Mütze? Da kommt nämlich die nächste Hürde. Wie packe ich denn jetzt das Rot präzise auf diese Kante, die ich geschaffen habe, ohne, ne, weil das ja ein richtig krasser Übergang ist. Also ich brauche nochmal 10.000 kleine Pinsel. Die Auswahl meiner Waffen besteht aus einem runden spitzen Pinselchen, weil ich dachte, mit dieser Spitze komme ich vielleicht gut darum. Und so einem flachen, also so ein Shading Brush von Kiko übrigens, weil der ist auch so ein bisschen abgeschreckt und damit kann man vielleicht so ein bisschen das anpressen. Zur der Wahl meiner Waffen habe ich mir den Farbton Flirt ausgewählt. Ich finde, das ist so ein richtig cooles Weihnachtsrot, oder? Oh, das ist, glaube ich, zu hell. Ich brauche ein krasses Rot, Leute.
Okay, Leute, ich war mit dem Rot so gar nicht zufrieden, aber ich bin mal nochmal auf Wühlgang gegangen und ich weiß, ich habe eine Palette, da ist ganz schön viel Rot drin und zwar einmal diese da, Blood Sugar Palette und da ist halt dieser Ton Brick und das ist ein richtiger Rotton. Ich habe den mal gerade hier drüber getupselt, um zu gucken, ob der denn funktionieren würde und ich glaube, da ist eher unser Ton, den wir gerne hätten. Also weiter geht's mit Pinselchen, ein bisschen gereinigt und Brick. In der Hoffnung, wir kriegen jetzt unser, ich glaube, das bröselt auch alles gleich runter. Und Schichte und Schichte und Schichte. Aber das ist doch, quasi ist das doch schon fast eine Mütze hier. Oh Jenny, ey, du bringst mich zu Sachen. So, jetzt hier hinten. Wie war das denn mit diesem hier da hinten? Da, das Zipfelchen wieder, ne? Ich glaube, ich gehe mal zu diesem Pinsel hier mit dieser ganz feinen Spitze für meine feine Spitze da hinten zu kreieren. Die nehme ich normal immer so für in den Augeninnenwinkel, aber ich sage ja, ich habe hier das ganze Arsenal habe ich hier mitgebracht. Ich da nachher das Zipfelchen, also dieses weiße Ding dran setze, könnte das doch vielleicht nicht so weit unten wieder, das ist ja quasi der Eyeliner. Also hätte ich jetzt so einen roten Eyeliner oder irgendetwas, wäre das, glaube ich, einfacher. Und das sieht so richtig cremig bei der auf dem Auge aus. Bei mir ist halt alles trocken. Die Kante ist jetzt nicht die schärfste der Welt, ne? Aber mit ganz, ganz, ganz viel Fantasie ist das eine Mütze, die wir jetzt versuchen auf der anderen Seite zu machen. Hallo, ich bin zurück und ich habe da Rot und Grün so auf den Augen. Ich würde sagen, wir müssen ja noch an den unteren Wimpernkranz ran. Ne? Also da hat sich ja noch gar nicht viel getan. Und auch da ist dann nur so außen so ein bisschen grün, was so ausgeblendet ist. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen, bevor ich da hier mein Zipfelchen da wieder mache. Und vorne wird es dann so grün schimmerig, was sich einmal über das Auge erstreckt bis nach hinten. So, diese Sache habe ich super erklärt, ne? Auf jeden Fall nehmen wir das jetzt in Angriff. Übrigens seht ihr das? Ich habe meine Nase hier gleich mit Rot eingefärbt. Ganz super. Unten ist alles rot. Das sieht echt aus. Leute, ich sage euch. Unterer Wimpernkranz. Wir brauchen die Paris-Palette und gehen wieder in diesen helleren Grünton und nehmen einen, hier, den hatten wir ja eben. Ist da eigentlich noch? Ja, da ist immer noch Pigment dran, ohne Ende. Das gibt's gar nicht. Diese Paletten sind so gut pigmentiert von BH. Ohne das Haar bitte von mir. Einmal ab in dieses Grün und ich klopfe und setze mir das, ich muss immer wieder gucken hier unten an. Und jetzt bitte so, dass mein Zipfelchen nicht gleich zerstört ist. Kommt das ungefähr hin, Leute? Da haben wir hier auf dem Foto hat so ein wunderschönes Zipfelchen und meins sieht so richtig Katastrophe aus. Hauptsache, ich habe mich gleich Rudolf-mäßig hier noch mit eingefärbt. Ich nehme mal hier so einen spitz zulaufenden Pinsel, um das ein bisschen auszublenden. Noch hat mein Stück da hinten überlebt. Und jetzt versuche ich hier mal noch ein bisschen dieses Rot, da mache ich jetzt einfach, ich mache da einfach weiter drauf. Hier so ein bisschen von dieser Foundation einfach drüber zu setzen. Vielleicht gerade hier an der Nase auch noch. So einfach mehr Schichten, oder wie war das? Augen zu und durch. Ich habe hier übrigens aus unserem Trash-Paket, da ist das Ganze ja ins Rollen gekommen hier. Und ja, da habe ich den Pinsel her und damit gehe ich jetzt hier einfach mal in Mondays rein. Und wo muss das denn hin hier? Also ich muss hier einmal komplett rum. Einmal in den Augeninnenwinkel. So. Dann einmal muss das irgendwie hier unten lang in Richtung Grün, was ich da hinten ausgeblendet habe.
Und so schön dieser Ton auch ist, ich glaube, das ist nicht, was wir suchen. Das heißt, ich gehe schon wieder meine Lidschattenpaletten durch und versuche den passenden Ton zu finden. Wenn das heute so weitergeht, habt ihr ein ganzes Lidschattensammlungsvideo. Ich habe hier mal diese KVD-Palette genommen, denn da sind zwei Töne drin, die hinhauen könnten. Also so eine Kombination aus beiden wäre irgendwie ganz gut, glaube ich. Ich denke, ich werde in den Braun-Grün gehen, weil das doch ein bisschen so braun-grün aussieht. Zwar wieder mit diesem kleinen Pinselchen. Dann nehme ich mir hier einmal auf und damit gehen wir hier, gehen wir einmal weiter. Und das sind nämlich eher so Duochrom-Töne und so ein bisschen sieht mir das auch echt aus. Als wäre das so Duochrom-mäßig unterwegs und wäre hier einfach über dieses Grün drüber geschminkt, was dann so ein bisschen diesen Effekt gibt, auch weiter nach oben. So, ich glaube, so ungefähr sieht das doch hier auf dem Foto aus. Einmal auf der anderen Seite, natürlich muss ich jetzt, also dieses Tönchen hier von der Lima Teacher muss ich da auch noch anbringen. Denn das ist schon echt ein krasser Ton. Ich gehe jetzt hier noch einmal in diesen hellen Ton rein und gehe mir damit einmal so ein bisschen hier an dieser Kante noch lang. Einfach weil das auf dem Foto so ein bisschen noch heller aussieht und weil ich da, glaube ich, so ein bisschen dunkel geraten bin. Jetzt fehlt ja nur noch quasi der Bommel und dieser Saum vom Mützchen und das ist ja jetzt auch noch ein Klacks, denn wir haben hier am Start von Model Co. einen weißen Kajal. Ich würde sagen, wir starten mit dem Saum und dafür gehe ich mir hier einfach mal am Wimpernkranz lang und färbe mir den ganzen Stift natürlich rot. Mir kam hier gerade eine Idee. Ich werde hier noch richtig experimentiert. Ich habe hier nämlich so ein, ja, so ein Make Face and Eye and Lips Remover. Könnte man natürlich auch, ich war so am Überlegen, mit Zellenwasser oder sowas. Da mache ich mir jetzt einfach hier mal auf mein Wattestäbchen, also ich versuche es jedenfalls, so ein bisschen was drauf. Und damit dachte ich, kann ich doch vielleicht, also wir schauen mal, hier so ein bisschen was abtragen, in der Hoffnung, dass ich da natürlich dann gleich so ein bisschen mehr Power bei dem Weiß habe. Weil wenn ich das jetzt über das Rot mache, dann habe ich da nicht wirklich Weiß. Ich brauche ja noch den Puschel. Den Puschel machen wir uns einfach auch. Kommt der denn hin? Puschel. Hier sieht es aus, als hätte ich eine Schlacht geschlagen und nicht mich geschminkt. Puffel kommt einmal. So, hier möchte ich meinen Puffel hinhaben. Na, der muss puffeliger werden. Also ich nehme mir hier, also das funktioniert auf jeden Fall hier, ne? Also als kleinen Typ. So, unsere Linie ist irgendwie da und da versuche ich jetzt gucken wir mal und vermalen uns. Ich muss den immer so ein bisschen abstreifen, weil dann doch wieder rot zu viel drauf ist. Aber lang nicht so krass wie vorhin. Also es wird zu einer Weihnachtsmütze so langsam, finde ich. Wir machen hier jetzt einfach mal unseren Puschel hin. So, wir sind im Endspurt. Katrin ist hier wieder voll motiviert und pinselt da einfach mal hin. Leute, meine Hand drücken. Wirklich, ihr braucht hier nicht viel Utensilien, ne? Ich hätte hier noch eine Idee zur Rettung, nämlich so einen kleinen spitzen Pinsel. Wenn ich mit dem einfach vielleicht hier in dieses Weiß reingehe, ich habe mir jetzt mal hier so ein Stückchen abgemacht und da richtig reinpatsche, sodass ich eine schöne Creme habe. Ich bräuchte so Fastnachtsschminke, Leute. Da gibt es auch so ein Weiß, das bräuchte ich. Und mir das hier hinpacke. Guck mal, der hat sogar noch Flauschis hier dran. Der sieht richtig fluffig aus hier, oder? Also, wenn ich das so mache.
Das ist halt so jetzt die überarbeitete Mütze mit einem schönen, fluffigen, kleinen Puschel da hinten dran, der ein bisschen größer sein kann, damit ich ein bisschen vertuschen kann hier. Also mit ganz viel Fantasie, finde ich, das sind definitiv kleine Weihnachtsmützen, die irgendwie auf mein Auge kamen. Ich habe euch mal, oder ich blende euch auf jeden Fall noch eine kleine Nahaufnahme ein, wie ich zu diesem wundervollen Look gekommen bin. Lasst uns bitte nicht drüber reden. Also ihr braucht nur gefühlte 1 Million Paletten, 1 Million Pinsel, 1 Million, ne? Oh mein Gott, was für eine coole Aufgabe. Also ich hatte richtig Spaß daran, das zu bewältigen. Auch wenn hier wirklich, es herrscht das Chaos. Es ist ja ein ganz einfacher Look. Ihr verwüstet das Haus dabei, aber ich finde, das Ergebnis lohnt sich einfach. Ich habe hier ewig gebraucht, aber einfach auch nur, weil ich sehr, sehr ungeübt da drin bin und das noch nie gemacht habe. Hatte auf jeden Fall Riesenspaß. Ich hoffe, ihr hattet bei der ganzen Entstehung auch Riesenspaß und ich freue mich jetzt auf das Video der lieben Miss Curly Jen. Die ist nämlich nach mir dran und der durfte ich eine Aufgabe weitergeben und wie sie die bewältigt, seht ihr dann. Und ich bin schon mega gespannt auch auf alle Videos, denn ich drehe das ja ein bisschen vorab und wir wissen unsere Aufgabe auch gegenseitig nicht. Deswegen ist das richtig cool, richtig spannend und macht einfach Spaß, weil es traumhaft tolle Mädels alle dabei sind. Und ja, euch allen wünsche ich jetzt von Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht gibt es auch noch ein Adventskalender-Unboxing, weil ich glaube, ich werde den Look jetzt einfach jedes Mal machen. Nein, werde ich nicht, aber ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Tschüssi.